Ich möchte jetzt auf die thermonuklearen Probleme kommen, Doktor. Einverstanden. Ich zitiere aus dem Brief der Atomenergiekommission, Seite 6 unten. Es wurde ferner berichtet, dass sie sich im Herbst 1949 und in der darauf folgenden Zeit der Entwicklung der Wasserstoffbombe entschieden widersetzten, und zwar erstens aus moralischen Gründen, zweitens, indem sie behaupteten, dass sie nicht herstellbar sei, drittens, indem sie behaupteten, dass es keine ausreichenden technischen Anlagen und nicht genügend wissenschaftliches Personal für diese Entwicklung gäbe, viertens, weil sie politisch nicht wünschenswert sei. Ist diese Feststellung wahr? Teilweise. Auf eine bestimmte Situation des Herbstes 1949 und auf ein bestimmtes technisches Programm bezogen. Also welche Teile sind wahr und welche nicht, Doktor? Das steht in meinem Antwortbrief. Ja, ich hätte das gerne aber etwas klarer. Wir wollen es probieren. Ich habe hier einen Bericht des Wissenschaftlichen Rates, dessen Vorsitzender Sie waren. Er ist vom Oktober 1949. Er antwortet auf die Frage, ob die Vereinigten Staaten die Wasserstoffbombe in einem Dringlichkeitsprogramm herstellen sollen oder nicht. Erinnern Sie sich dieses Berichtes, Doktor? Ich habe ihn geschrieben. Ja, es heißt da, Mr. Orlando ist so freundlich, uns das vorzulesen. Die Tatsache, dass der Zerstörungskraft dieser Waffe keine Grenzen gesetzt sind, macht ihre Existenz zu einer Gefahr für die ganze Menschheit. Aus ethischen Grundsätzen halten wir es deshalb für falsch, mit der Entwicklung einer solchen Waffe den Anfang zu machen. Das ist aus dem Minderheitsbericht von Fermi und Rabi verfasst. Im Mehrheitsbericht, den Sie verfasst haben, steht, wir alle hoffen, dass sich die Entwicklung dieser Waffe vermeiden lässt. Wir sind uns alle darin einig, dass es im gegenwärtigen Zeitpunkt falsch wäre, wenn die Vereinigten Staaten die Entwicklung dieser Waffe forcieren würden. Heißt das nicht, Doktor, dass Sie dagegen waren, die Wasserstoffbombe zu bauen? Wir waren dagegen, die Initiative zu ergreifen in einer außergewöhnlichen Situation. Was war das Außergewöhnliche an der Situation im Herbst 1949, Doktor? Die Russen hatten ihre erste Atombombe gezündet, Joe 1. Und wir reagierten darauf mit einem nationalen Schock. Wir hatten unser Atombombenmonopol verloren und unsere erste Reaktion darauf war, wie kriegen wir schnellstens ein Wasserstoffbombenmonopol? War das nicht eine ganz natürliche Reaktion? Vielleicht natürlich, aber nicht vernünftig. Denn die Russen würden dann alles dran setzen, die Wasserstoffbombe ebenfalls zu bauen. Waren wir nicht technisch in der viel besseren Position? Vielleicht. Aber es gibt in Russland nur zwei Ziele, die für eine Wasserstoffbombe in Frage kommen. Moskau und Leningrad. Und bei uns über 50. Eben ein Grund mehr, Ihnen zuvorzukommen, oder? Da es nach einem dritten Weltkrieg mit Wasserstoffbomben geführt keine Sieger und keine Besiegten mehr geben wird, sondern nur 98%ig oder 100%ig Vernichtete, schien es mir klüger, zu einer internationalen Verzichterklärung auf diese schreckliche Waffe zu kommen. Eine Verzichterklärung ohne Kontrolle? Ich glaube, Dr. Oppenheimer, Sie waren der wissenschaftliche Berater unserer Regierung, als Mr. Gromyko 1946 in Genf erklärte, dass er keiner wie immer gearteten Kontrolle zustimmen könne. Und damals hatten wir das Atombombenmonopol. Ja, ich war damals sehr deprimiert. Warum sollten die Russen 1949 entgegenkommender sein? Die Möglichkeit, das Leben auf der Erde gänzlich auszulöschen, ist eine neue Qualität. Das Menetekel für die Menschheit ist an die Wand geschrieben. Auch in kyrillischen Buchstaben, Doktor? Seit wir die Spurenanalyse der russischen Wasserstoffbombe in Händen haben, ja. Ehe man die Tür zu jener schauervollen Welt öffnet, in der wir heute leben, hätte man anklopfen sollen. Wir haben es vorgezogen, ziemlich mit der Tür ins Haus zu fallen, obwohl wir strategisch keinen Vorteil davon haben konnten. Fühlten Sie sich kompetent, strategische Fragen zu entscheiden? War das Ihre Sache, Doktor? Der größte Teil des Berichtes gibt unsere Einschätzung, ob und in welcher Zeit eine brauchbare Wasserstoffbombe zu machen wäre. Wie schätzten Sie das ein? Wir bezweifelten, dass die damaligen technischen Vorschläge durchführbar seien. Sie erwiesen sich tatsächlich als undurchführbar. Hieß das nicht, man solle die Suppe auf Eis legen, bis man bessere Ideen habe? Nein. Wir empfahlen ein Forschungsprogramm
um bessere Ideen zu kriegen. Musste man das nicht so verstehen, dass es um die Wasserstoffbombe schlecht aussah? Das damalige Modell sah wirklich schlecht aus. Sonst hätten wir nicht von 5 Jahren Entwicklung gesprochen. War das eine richtige Prognose? Für dieses Modell? Für die Suppe? Nein, es gab im Jahre 1951 einige glänzende Ideen und wir testeten Mike, die erste Super, bereits im Oktober 1952. Der Test war sehr erfolgreich, nicht wahr? Ja. Die Insel Aliugelab im Pazifik war in 10 Minuten verschwunden. 9 Monate später hatten die Russen ihre Super. Hätten Sie die Russen nicht auf jeden Fall gebaut? Möglich. Wir haben nicht versucht, ein Wettrüsten auf diesem Gebiet zu verhindern. Ich denke, der Preis, den wir für unser kurzes Wasserstoffbombenmonopol zahlen, ist zu hoch. Hätten wir die Super nicht viel früher haben können, wenn wir das Dringlichkeitsprogramm schon 1945 auf die Beine gestellt hätten? Es gab keine Voraussetzungen. Das haben Sie im Jahre 1949 auch behauptet. Als es der Präsident dann anordnete, hatten wir die Super in 2 Jahren, nicht wahr? Durch neue Ideen, ja. Ist es zutreffend, Doktor, dass Sie schon im Jahre 1942 daran gedacht haben, eine thermonukleare Bombe zu machen? Wir haben die Möglichkeit stark erörtert. Wir hätten sie gemacht, wenn wir es gekonnt hätten. Wir hätten jede Art von Waffe gemacht. Ich weiß nicht, ob das geheim ist oder nicht. Wenn wir von einer thermonuklearen Bombe sprechen, dann meinen wir eine Bombe, die 10.000-mal so stark ist wie eine normale Atombombe. Etwa. Sehr stark jedenfalls. 10.000-mal so stark, ist das keine Übertreibung? Ich glaube, es gibt keine natürliche Grenze für ihre Stärke. Die Todeszone eines mittleren Modells hat nach unseren Berechnungen einen Durchmesser von 580 Kilometer. Hätten Sie damals moralische Skrupel gehabt, eine solche Waffe zu entwickeln? 1942? Nein. Die Skrupel kamen viel später. Wann? Wann bekamen Sie hinsichtlich der Entwicklung der Wasserstoffbombe moralische Skrupel? Wir wollen das Wort moralisch weglassen. Einverstanden. Wann bildeten sich Ihre ersten Skrupel heraus? Als mir klar wurde, dass wir dahin tendierten, die Waffen, die wir entwickelten, tatsächlich zu gebrauchen. Nach Hiroshima? Ja. Sie haben uns hier gesagt, dass Sie damals halfen, die Ziele auszusuchen, nicht wahr? Ja, und ich habe gesagt, dass es nicht unsere Entscheidung war, die Bombe zu werfen. Das habe ich nicht behauptet. Sie haben nur die Ziele ausgesucht und Sie hatten nach dem Abwurf große Skrupel, nicht wahr? Ja. Entsetzliche, wir alle hatten entsetzliche Skrupel. Waren es nicht diese entsetzlichen Skrupel, Doktor, die Sie im Jahre 1945 daran hinderten, sich für ein hartes Wasserstoffbombenprogramm einzusetzen? Nein. Als die Super im Jahre 1951 machbar schien, waren wir von den wissenschaftlichen Ideen fasziniert und wir machten sie in kurzer Zeit aller Skrupel ungeachtet. Das ist eine Tatsache. Ich sage nicht, dass es eine gute Tatsache ist. Haben Sie an der Wasserstoffbombe gearbeitet? Nicht praktisch. Wie haben Sie an ihr mitgearbeitet? Beratend. Haben Sie ein Beispiel? Ja, ich rief 1951 alle führenden Physiker zu einer Konferenz zusammen, die sehr fruchtbar war. Wir waren von den neuen Möglichkeiten begeistert. Viele gingen nach Los Alamos zurück. Von wem kamen die genialen Ideen? Von Teller hauptsächlich. Neumanns Rechenmaschinen spielten eine Rolle. Beiträge von Bethe und Fermi. Gingen Sie nach Los Alamos zurück? Nein. Warum nicht? Ich hatte andere Aufgaben. Meine wissenschaftliche Arbeit auf dem thermonuklearen Feld war unbedeutend. Ich habe hier ein Patent für eine Erfindung zur thermonuklearen Bombe, die Sie im Jahre 1944 anmeldeten. War das mit Teller zusammen? Ja. Das Patent wurde Ihnen 1946 erteilt. Ah, Sie haben recht, es war eine Einzelheit. Ich wusste nicht mehr, dass wir die Sache verfolgt haben. Ist es zutreffend, Doktor, dass Sie Tellers Bitte, nach Los Alamos zu kommen, abgeschlagen haben, indem Sie ihm sagten, dass Sie sich in der Frage der Wasserstoffbombe neutral verhalten wollen? Das ist möglich. Dass Sie sich neutral zu verhalten wünschen? Dass ich so etwas gesagt habe. Es gab eine Zeit, da Teller das Superprogramm um jeden Preis durchsetzen wollte. Ich musste das Für und das Wider sehen, jedenfalls bis der Präsident das Dringlichkeitsprogramm angeordnet hatte. Sie lehnten es aber auch nach dieser Entscheidung ab, nach Los Alamos zurück. Ja. Meinen Sie nicht, Doktor, dass es auf viele Wissenschaftler einen großen Eindruck gemacht hätte,
Wenn Sie die Ärmel aufgekrempelt hätten, um das Superprogramm in Ihre Hand zu nehmen, wie Ihnen das angeboten war? Das kann sein, aber ich hielt das nicht für richtig. Hielten Sie es auch nach der Entscheidung des Präsidenten nicht für richtig, die Wasserstoffbombe zu bauen? Ich hielt es nicht für richtig, die Verantwortung für das Programm zu übernehmen. Ich war nicht der richtige Mann. Das habe ich Sie nicht gefragt, Doktor. Ich denke doch. Hielten Sie es auch nach der Entscheidung des Präsidenten nicht für richtig, die Wasserstoffbombe zu bauen? Ich hielt sie weiterhin für eine schreckliche Waffe, die es besser nicht geben würde. Aber ich unterstützte das Dringlichkeitsprogramm. Wie? Durch Ratschläge. Wodurch sonst noch? Ich empfahl Teller eine Anzahl von jungen Wissenschaftlern, die meine Schüler waren. Sprachen Sie mit ihnen? Konnten Sie sie für das Programm begeistern? Teller sprach mit ihnen. Ich weiß nicht, ob er sie begeistert hat. Sagten Sie nicht, Doktor, dass Sie im Jahre 1951 von dem Programm begeistert waren? Ich war von den sehr verlockenden wissenschaftlichen Ideen begeistert. Sie fanden die wissenschaftlichen Ideen zur Herstellung einer Wasserstoffbombe verführerisch und wundervoll und Sie fanden das mögliche Ergebnis, die Wasserstoffbombe, abscheulich. Ist das richtig? Ich glaube, das ist richtig. Es ist nicht die Schuld der Physiker, dass gegenwärtig aus genialen Ideen immer Bomben werden. Solange das so ist, kann man von einer Sache wissenschaftlich begeistert sein und menschlich tief erschrocken sein. Ich sehe, dass Sie das können, Doktor. Und ich wundere mich. Meinen Sie nicht, Dr. Oppenheimer, dass in dieser Haltung so etwas stecken könnte wie eine geteilte Loyalität? Bitte, zwischen wem geteilt? Loyalität einer Regierung gegenüber, Loyalität der Menschheit gegenüber. Mr. Gray, lassen Sie mich nachdenken. Ich will das so sagen. Indem sich die Regierungen den neuen Ergebnissen der Naturwissenschaften nicht oder nur ungenügend gewachsen zeigen, gibt es für den Wissenschaftler einen solchen Loyalitätskonflikt. Hat es den denn nicht immer gegeben? Nehmen Sie die großen Entdeckungen, Giordano Bruno, Kepler und diese Preislage. Vermutlich, Mr. Evans. Er nimmt quälende Dimensionen an, wenn wir so fortfahren. Wenn Sie in einem solchen Loyalitätskonflikt gestellt sind, Doktor, und offensichtlich war das so im Falle der Wasserstoffbombe, welcher Loyalität würden Sie dann den Vorrang geben? Ich habe schließlich in allen Fällen meiner Regierung die ungeteilte Loyalität gegeben. Ohne das Unbehagen, ohne die Skrupel zu verlieren und ohne sagen zu wollen, dass das richtig war. Sie wollen nicht sagen, dass es in jedem Fall richtig ist, der Regierung die ungeteilte Loyalität zu geben. Ich weiß es nicht. Ich denke darüber nach. Aber ich habe das immer getan. Das betrifft auch das Superprogramm? Ja. Sie meinen, Sie haben es nach der Entscheidung des Präsidenten aktiv unterstützt? Ja, obwohl ich meine starken Zweifel an der Richtigkeit behielt. Wenn Sie in einem Fernsehinterview sagen, Mr. Rolander, wird uns das doch bitte vorlesen. Ich zitiere. Die frühere Geschichte berichtet die Ausrottung einzelner Stämme, einzelner Rassen, einzelner Völker. Jetzt kann die Menschheit im Ganzen durch Menschen vernichtet werden. Es ist bei rationaler Prüfung wahrscheinlich, dass das geschehen wird, wenn wir die neuen Formen des politischen Zusammenlebens nicht entwickeln, die diese Erde braucht. Die mögliche Apokalypse ist eine Realität unseres Lebens. Wir wissen das, aber wir kapseln dieses Wissen ein. Es scheint uns nicht akut. Wir meinen, es hat noch Zeit, aber wir haben nicht viel Zeit. Eine Auslassung, neues Zitat. Wenn das Wissen um die Wahrscheinlichkeit der gänzlichen Vernichtung des Lebens in uns allen nicht wirksam wird, um das Wahrscheinliche unwahrscheinlich oder unmöglich zu machen, werden wir die letzten Menschen sein. Ende des Zitats. Meinen Sie, Doktor, dass Sie mit diesen Sätzen das Programm unterstützt haben? Nein, denn Sie hatten mit dem Programm nichts zu tun. Als ich das Interview gab, hatten wir unsere ersten Modelle schon getestet und Mr. Malenkov hatte erklärt, dass die Vereinigten Staaten fernerhin kein Wasserstoffbombenmonopol hätten. Das ist nicht richtig, Sir. Sie gaben das Interview vor den Präsidentschaftswahlen 1952, als wir das Monopol tatsächlich hatten. Tja, mir scheint, das macht einen Unterschied. Das war die Zeit, als der Koreakrieg zu Ende gegangen war und unsere Position in Asien äußerst bedroht schien. Das war die Zeit, als eine Reihe von Leuten den Gedanken des Präventivkrieges stark erörterten, ja. Haben nicht Sie selber diesen Gedanken erörtert? Wir wurden um unsere Meinung gebeten, was dafür, was dagegen sprach. Wir kamen zu einer negativen Ansicht. War Ihnen wirklich nicht klar, Doktor, dass Ihr Interview die Verteidigungsbereitschaft erheblich schädigen muss? Nein. Das war Ihnen nicht klar? Nein.
Ich halte es für meine Pflicht, die Öffentlichkeit über ihre tatsächliche Lage zu unterrichten. Halten Sie es für Ihre Pflicht, die Menschen in Angst und Panik zu versetzen? Die Angst scheint mir eher ein Attribut der Unwissenheit, des Nichtwissenwollens. Viele von uns verhalten sich heute wie Bankrotteure, die aus guten Gründen ihre Bilanz nicht ziehen. Geht aus unserer Unterhaltung hier nicht ganz gut hervor, Doktor, dass Sie hinsichtlich der Wasserstoffbombe große moralische Skrupel hatten und heute noch haben? Wir wollen die Kategorie des Moralischen weglassen, das verwirrt. Ich hatte und ich habe große Skrupel, dass diese schreckliche Waffe jemals verwendet wird. Und deswegen waren Sie gegen die Entwicklung der Super? Ich war dagegen, die Initiative zu ergreifen. Doktor, sagten Sie in dem Bericht des Wissenschaftsrates, den Sie schrieben, und in dem Anhang, dem Sie beipflichteten, nicht ganz klar, hier, ich zitiere, wir sind der Ansicht, dass eine Wasserstoffbombe niemals hergestellt werden sollte. Das bezog sich auf das damalige Programm. Was verstehen Sie da unter niemals? Ich habe den Anhang nicht geschrieben. Aber Sie haben ihn unterschrieben, nicht wahr? Ich glaube, ich wollte sagen, dass es eine bessere Welt wäre, wenn es in ihr keine Wasserstoffbomben geben würde. Musste der Bericht mit Ihrer großen Autorität und mit der großen Autorität des Wissenschaftsrates verfasst, die Wissenschaftler, die an der Wasserstoffbombe arbeiteten, nicht sehr entmutigen? Und war es nicht die Absicht, Sie zu entmutigen? Er war nicht für Sie bestimmt, er war für die Atomenergiekommission und für die Regierung bestimmt. Aber einige Leute sorgten dafür, dass er Ihnen ganz gut bekannt wurde, nicht wahr? Ja, ich gehörte nicht zu diesen Leuten. Unser Bericht war geheim. Sie gaben diesen Bericht an David Lilienthal, den damaligen Vorsitzenden der Atomenergiekommission? Ja. Ist Lilienthal ein Kernphysiker? Nein. Hatten Sie einen großen Einfluss auf Lilienthal? Das weiß ich nicht. Konsultierte er Sie häufig? Privat? Ja. Gelegentlich. Stimmte Lilienthal im Nationalen Sicherheitsrat gegen das Dringlichkeitsprogramm? Ja. Trat er von seinem Posten zurück, als der Präsident dennoch das Dringlichkeitsprogramm anordnete? Ja. Boten nicht auch Sie selber Ihren Rücktritt an? Ja. Ich habe gelernt, dass sich ein Mann zur Disposition stellt, wenn er in einer entscheidenden Frage von der Wirklichkeit überspielt wird. Sie hielten sich für überspielt, als das Dringlichkeitsprogramm anwendet. Wir hatten abgeraten, ja. Sprachen Sie mit anderen Mitgliedern Ihre Haltung ab, ehe der Wissenschaftsrat zusammentrat? Nein. Sie beeinflussten niemanden und Sie wurden von niemandem beeinflusst? Richtig. Ich habe hier zwei Briefe, Sir, die ich mit Ihrer Aussage nicht übereinbringe. Sie sind Ihrer privaten Korrespondenz entnommen. Der eine Brief ist von James Conant, vor der Tagung Anfang Oktober 1949 an Sie geschrieben. Und er sagt da, wenn die Wasserstoffbombe gemacht wird, dann nur über meine Leiche. Haben Sie diesen Brief erhalten? Offensichtlich. Ich habe hier einen zweiten Brief, Sir. Ebenfalls von Anfang Oktober. Darin schreiben Sie an James Conant, Zitat, es scheint mir gut möglich, dass die Apostel der Super, die sehr aktiv sind, unter den gegenwärtigen Umständen bei vielen Leuten offene Ohren finden. Erinnern Sie sich? Nein, aber es wird stimmen. Da FBI meine eigenen Briefe beschlagnahmt hat, konnte ich mein Gedächtnis nicht auffrischen. Wer sind die Apostel der Super? Teller, Lawrence, Alvarez. Apostel der Super. Ist deutlich eine herabsetzende Charakterisierung, nicht wahr? Apostel ist keine Herabsetzung. Geht aus den beiden Briefen nicht klar hervor, Doktor, dass Sie sich mit Conant vor der Tagung des Wissenschaftsrates über die Marschroute verständigten? Das geht nicht daraus hervor. Conant schreibt mir nicht, wir wollen so und so vorgehen, um zu dem und dem Ergebnis zu kommen. Und ich auch nicht. Sie meinen, wenn Conant schreibt, die Wasserstoffbombe nur über meine Leiche, dann wollte er sie nicht beeinflussen? Wenn Leute einander Briefe schreiben oder miteinander sprechen, dann werden sie sich auf die eine oder andere Weise immer beeinflussen wollen. Zeigt Ihr Brief nicht, dass Sie schon vor der Konferenz des Wissenschaftsrates gegen das Dringlichkeitsprogramm waren, Sir? Ich war gegen dieses Dringlichkeitsprogramm, das technisch wenig Aussicht auf Erfolg bot. Als die Wasserstoffbombe im Oktober 1952 getestet werden sollte, ist es da zutreffend, dass Sie sich einem solchen Test widersetzen? Widersetzen ist zu stark. Ich war für eine Verschiebung. Warum? Wir standen kurz vor der Wahl eines neuen Präsidenten und ich hielt es nicht für richtig, dem neuen Präsidenten die Suppe unter den Stuhl zu legen. Er sollte das selber entscheiden. Gab es andere Gründe, die Sie veranlassten, für eine Verschiebung zu plädieren? Die Russen konnten aus dem Test eine Menge Aufschlüsse kriegen. Noch andere? Ich befürchtete, dass er unsere Hoffnung auf Abrüstungsverhandlungen definitiv begraben würde. Ihre Empfehlung entgegen
wurde die Wasserstoffbombe aber im Oktober 1952 getestet, nicht wahr? Ja. Wenn man im Zeitungsstil von einem Vater der Wasserstoffbombe reden wollte, wen würden Sie so nennen? Teller ist so genannt worden. Sie würden keinen Anspruch auf diesen Titel machen. Oh nein. Ich danke Ihnen, Dr. Ottmann. Weitere Fragen an Dr. Oppenheim? Ja, Mr. Morgan. Nur eine Frage, Dr. Oppenheim. Ist einem Staat, der riesige Gelder für Forschungsarbeiten hergibt, das Recht zu bestreiten, über die Ergebnisse dieser Forschung frei zu verfügen? Insofern, Mr. Morgan, einige Ergebnisse geeignet sind, die menschliche Zivilisation zu zerstören, ist dieses Recht bestreitbar geworden. Heißt das nicht, dass Sie die nationale Souveränität der Vereinigten Staaten auf diesem bestimmten Gebiet beschränken möchten? Wenn die Mathematiker ausrechnen müssen, ob ein bestimmter Test nicht vielleicht die Atmosphäre in Brand setzt, werden die nationalen Souveränitäten ein bisschen lächerlich. Überall. Die Frage ist, welche Autorität ist unabhängig und mächtig genug, die nationalen Staaten oder ihre Gruppierungen daran zu hindern, sich umzubringen? Wie ist eine solche Autorität herstellbar? Meinen Sie, dass die Vereinigten Staaten eine Anstrengung machen sollten, sich mit Sowjetrussland zu verständigen? Wenn der andere Partner der Teufel wäre, so müsste man sich mit dem Teufel verständigen. Machen Sie einen scharfen Unterschied zwischen der Erhaltung des Daseins und der Erhaltung eines lebenswerten Daseins? Oh ja. Und ich setze großes Vertrauen in die schließliche Macht der Vernunft. Ich komme auf die strapazierten moralischen Skrupel zurück. Auf den Widerspruch, einerseits eine Sache voranzutreiben, deren Ergebnis man andererseits fürchtet. Wann haben Sie diesen Widerspruch zum ersten Mal empfunden? Als wir die erste Atombombe in der Wüste von Alamogordo zündeten. Können Sie das präzisieren? Beim Anblick des Feuerballs gingen mir zwei alte Verse durch den Kopf. Der eine, wenn das Licht aus 1000 Sonnen am Himmel plötzlich brich hervor, zu gleicher Zeit, das wäre gleich dem Glanz des Herrlichen. Der andere, ich bin der Tod, der alles raubt, Erschütterer der Welten. Woran merken Sie, ob ein neuer Gedanke wirklich wichtig ist? Daran, dass mich ein Gefühl tiefen Schreckens ergreift. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich Dr. Oppenheimer für die Geduld danken. Dann kann ich also auf meinen Platz zurück. Wir haben jetzt die Zeugen, die uns Mr. Robb und Mr. Garrison benannt haben. Da Dr. Teller seit einiger Zeit warte, denke ich, wir sollten ihn holen und zuerst hören danach. Mr. Griggs. Wenn es möglich ist, Herr Vorsitzender, dann würden wir es vorziehen, nach Dr. Teller Dr. Bethe hier im Zeugenstand zu haben. Das ist möglich. Können Sie Dr. Bethe erreichen? Er wartet in seinem Hotel. Ich kann ihn anrufen. Mit. Ah, Dr. Teller. Dürfen wir Sie in den Zeugenstand bitten, Dr. Teller? Wollen Sie und Eid aussagen? Ja. Edward Teller, schwören Sie, dass Sie die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Ja. Bitte, Mr. Robb. Dr. Teller, haben Sie schon in Los Alamos an dem Problem der thermonuklearen Entwicklung gearbeitet? Fast ausschließlich. Haben Sie die thermonuklearen Probleme mit Dr. Oppenheimer oft erörtert? Sehr oft, seit wir im Sommer 1942 in Berkeley zusammentrafen. Wir untersuchten damals, ob ein thermonukleares Programm möglich wäre. Wer ist wir? Die besten Leute auf diesem Feld, Fermi und Bethe, darunter die Oppenheimer zusammengerufen hatte. Es waren wundervolle, abenteuerliche Tage. Die Vorstellung, das Wunder der Sonnenenergie durch die Verschmelzung leichter Kerne nachzuahmen, versetzte uns alle in einen Zustand der Begeisterung und des Glücks. War Dr. Oppenheimer begeistert? Sehr. Und er hat die Fähigkeit, andere zu begeistern. Hielten Sie es damals für möglich, ein thermonukleares Programm durchzuführen? Es schien uns eine Zeit lang leichter, als es wirklich war. In Los Alamos tauchten dann große Schwierigkeiten auf. Ich glaube, dass ich
einige dieser Schwierigkeiten selber herausgefunden habe. Ja, können Sie uns die eine oder andere Schwierigkeit nennen, ohne die selbstverständlich die Geheimhaltung zu verletzen? Eine war, dass wir die Hitze einer normalen Atombombe brauchten, um eine Wasserstoffbombe in Gang zu bringen. Wir haben diese Hitze später auf andere Weise erzeugen können. Eine andere, dass unsere herkömmlichen Rechenautomaten nicht ausreichten. Und so weiter. Wäre es trotzdem möglich gewesen, die Wasserstoffbombe schon während des Krieges in Los Alamos zu machen? Nein. Ich hielt ein bisschen an dem Gedanken fest. Es war mein Baby, aber Eltern sind kurzsichtig. Wann gab es nach Ihrer Meinung die Voraussetzung für ein hartes Wasserstoffbombenprogramm? 1945. Ich erinnere mich, dass wir nach Dreifaltigkeit... Was ist das? Dreifaltigkeit war der Codename für den Atombombentest in Alamogordo. Dreifaltigkeit? Ja. Ich erinnere mich, dass wir danach mit aller Kraft daran gehen wollten, die Wasserstoffbombe zu entwickeln. Die besten Leute wie Fermi, Bethe und der Oppenheimers Leitung. Sprachen Sie mit Dr. Oppenheimer über diesen Plan? Oppenheimer hat mich damals sehr ermutigt, die Entwicklungsarbeiten zu verstärken. Nach dem Test der Atombombe? Ja. Wurden Sie verstärkt? Nein, sie kam nach einer ganz kurzen Zeit zum Erliegen. Wie kam das? Der Plan zu einem kraftvollen Programm wurde nach dem Abwurf der Bomben auf Japan geändert. Er wurde praktisch aufgegeben. Warum? Nach meiner Überzeugung, weil Dr. Oppenheimer nach Hiroshima der Ansicht war, dass dies nicht mehr die Zeit wäre, ein solches Programm zu verfolgen. Hat er Ihnen das gesagt? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Oppenheimer, Fermi und... Über das Programm? Ja, Oppenheimer argumentierte, dass es eine interessante und wundervolle Sache wäre, wenn wir ein solches Programm in einer wirklich friedlichen Welt in internationaler Zusammenarbeit verfolgen könnten. Aber es wäre unter den gegenwärtigen Bedingungen keine gute Idee, damit weiterzugehen. War das auch Fermis Ansicht? Ja, ich muss hinzufügen, es entsprach der allgemeinen Stimmung unter den Physikern. Hiroshima war für viele ein harter Schock. Die damalige Stimmung hatte etwas von einem Katzenjammer. Hat Dr. Oppenheimer damals die Ansicht vertreten, dass man Los Alamos am besten den Indianern zurückgeben soll? Ja, diese Bemerkung wurde ihm zugeschrieben. Ich weiß nicht, ob er sie tatsächlich gemacht hat. Was waren seine Ansichten zu Los Alamos? Nach meinem Eindruck hatte er damals das Gefühl, dass Los Alamos die Arbeit wenigstens für eine Zeit nicht fortsetzen sollte, was einer Auflösung gleichgekommen wäre. Ich bin froh, dass ich Bradbury von derartigen Prophezeiungen nicht beeindrucken ließ. Sonst wären wir heute übel dran. Wäre es nach Ihrer Überzeugung möglich gewesen, zu Ende des Krieges ein hartes Dringlichkeitsprogramm für die Suppe in Los Alamos anzugehen? Ich weiß nicht, ob ein hartes Dringlichkeitsprogramm sofort möglich gewesen wäre, aber wir wären nach meiner besten Überzeugung in der Lage gewesen, ein kraftvolles thermonukleares Programm zu starten. Wenn Dr. Oppenheimer in Los Alamos geblieben wäre, wenn er dieses Programm unterstützt hätte, dann hätten auch andere fähige Leute mitgemacht. Wenigstens so viel, wie wir 1949 unter viel schwereren Umständen zusammengebracht haben. Hätten wir in diesem Falle die Wasserstoffbombe früher gehabt? Ich bin davon überzeugt. Wann hätten wir nach Ihrer Schätzung die Wasserstoffbombe haben können? Ich halte es für sehr schwer, einen anderen Verlauf der Vergangenheit zu mutmaßen, wenn das und das gewesen wäre. Das ist fast so schwer wie eine Voraussage über die Zukunft, nur weniger gewagt. Wir sollten es trotzdem probieren. Wenn wir im Jahre 1945 ein kraftvolles Programm gestartet hätten, dann hätten wir die Wasserstoffbombe wahrscheinlich 1948 gehabt. Bevor die Russen ihre Atombombe hatten. Vermutlich. Aber entgegen Ihrer Ansicht war Dr. Oppenheimer im September 1945 der Meinung, dass ein thermonukleares Programm nicht unternommen werden konnte und nicht unternommen werden sollte. Ein Ausschuss unter Oppenheimer entschied, dass die thermonukleare Arbeit als ein langfristiges Unternehmen anzusehen sei, für das es die geeigneten Bedingungen zurzeit nicht gäbe. Wurden Sie davon unterrichtet? Ja. Von wem? Von Fermi, der mit dieser Entscheidung übereinstimmte. Er bat mich, meine abweichende Meinung dazu niederzulegen, und das tat ich. Und so sind die beiden gegensätzlichen Ansichten zum thermonuklearen Programm aus dieser Zeit dokumentiert. Es ist hier gesagt worden, Doktor, dass der schließliche Erfolg des Programms einer brillanten Entdeckung zu verdanken wäre, die Sie 1951 gemacht hätten. Wie verhält sich das? Wenn so verzügliche Leute wie Fermi, Bethe und andere 1945 dem Problem nachgegangen wären, dann hätten diese Leute wahrscheinlich die
gleiche brillante Idee gehabt. Oder Sie hätten andere brillante Ideen gehabt. In diesem Fall hätten wir die Super schon 1947 gehabt. Meinen Sie, wenn man nicht sucht, dann findet man auch nicht. Brillante Ideen sind organisierbar und sie sind nicht an einzelne Leute gebunden. Eine Zwischenfrage an Dr. Teller. Ja, bitte. Hat Sie Dr. Oppenheimer nicht damals gebeten, in Los Alamos zu bleiben, um die Forschungsarbeiten fortzusetzen? Wurde Ihnen nicht die Leitung der theoretischen Abteilung angeboten? Das ist richtig, ja. Als Peter wegging, machte mir Bradbury dieses Angebot. Ich stellte die Bedingung, entweder ein thermonukleares Programm oder ein Testprogramm von 12 Bomben jährlich. Bradbury sagte, dass er das nicht erfüllen könne. Da ging ich zu Oppenheimer und ich fragte ihn, ob ich bleiben solle. Oppenheimer sagte, ich solle bleiben, denn auch General Groves bitte mich zu bleiben. Ich sagte ungefähr, das ist Ihr Laboratorium und es wird nicht vorankommen, wenn Sie es nicht unterstützen und ich will nicht bleiben, wenn es nicht vorankommt. Ich fragte ihn, ob ich mit seiner Hilfe rechnen könne, um ein ernsthaftes thermonukleares Programm auf die Beine zu bringen. Und da sagte mir Oppenheimer, dass ich damit nicht rechnen könne. Unter diesen Umständen wollte ich nicht bleiben. Ja. Wann verließen Sie Los Alamos? Im Februar 46. Es war sinnlos geworden. Ich nahm einen Lehrauftrag in Chicago an, um nur noch ganz gelegentlich als Berater nach Los Alamos zu kommen. Wie schätzen Sie die Arbeit an der thermonuklearen Entwicklung in Los Alamos zwischen 1945 und 1949 ein? Sie war virtuell zum Stillstand gekommen. Der Umschwung kam erst 1949, als die Russen ihre Atombombe gezündet hatten. Haben Sie da mit Oppenheimer gesprochen? Ja, und ich war wie vor den Kopf geschlagen. Wieso? Ich hatte damals mit der Kriegsarbeit so wenig zu tun, dass ich von der russischen Atombombe erst in der Zeitung las. Die Nachricht hatte mich aus dem Schlaf geschreckt. Ich denke, es ging dem ganzen Land so. Ich fürchtete, dass uns die Russen in der Wasserstoffbombenentwicklung schon voraus sein könnten. Und ich kam zu dem Schluss, dass ich jetzt meine ganze Kraft einem effektiven Programm geben müsse, was immer auch der Preis sei. Ich rief Dr. Oppenheimer an und fragte, was jetzt um Gottes Willen werden solle. Und er bat seinen Rat. Ich erinnere mich dieses Rates noch wörtlich. Er sagte, jetzt fallen Sie mir nur nicht aus dem Anzug. So. Was schlossen Sie aus diesem Rat? Dass ein Programm für die Super wahrscheinlich nur gegen ihn durchzusetzen wäre. Und das war bei Oppenheimers großem Einfluss eine harte Sache. Besprachen Sie das für und wieder? Ja. Bei welcher Gelegenheit? Zusammen mit Bethe. Wir mussten eine Mannschaft zusammenbringen und ich hatte die große Hoffnung, dass sich Bethe jetzt entschließen würde, das Superprogramm in die Hand zu nehmen. Wann war das? Ende Oktober. 1949? Ja. Nur kurze Zeit, bevor der Wissenschaftsrat seine Entscheidung gegen das Dringlichkeitsprogramm traf. Auf mein Drängen hin entschied sich Bethe, nach Los Alamos zu kommen, wenn auch gegen starke Bedenken. Jedenfalls verstand ich ihn so. Währenddessen rief Oppenheimer an und lud uns zu sich nach Princeton ein. Ich sagte zu Bethe, nach diesem Gespräch werden Sie nicht mehr kommen. Ist Dr. Bethe nach Los Alamos gekommen? Nein, erst sehr viel später. Führen Sie das auf Dr. Oppenheimers Einfluss zurück? Ja, als wir Oppenheimers Büro verließen, sagte er, Sie können ganz zufrieden sein. Ich komme immer noch. Zwei Tage später rief er mich an und sagte, Edward, ich habe es mir überlegt, ich kann nicht kommen. Wissen Sie, ob Dr. Bethe in der Zwischenzeit noch einmal mit Dr. Oppenheimer gesprochen hatte? Das vermute ich. Wurden von Dr. Oppenheimer gegen das Programm moralische und politische Argumente angeführt? Er gab die Argumente anderer dafür und dawider. Er selbst hielt sich offen. Erinnern Sie sich bestimmter politischer Argumente? Er zeigte uns einen Brief von Conant, in dem es hieß, die Super nur über meine Leiche. Und dann argumentierte er, warum die vollständige Geheimhaltung der Atomenergiearbeiten den besten Interessen dieses Landes und der Menschheit geschadet habe und dass die zukünftigen Entwicklungen viel öffentlicher betrieben werden sollten. Ferner, wie sich eine Wasserstoffbombe, falls sie herstellbar sei, auf die Bemühungen um eine internationale Abrüstung auswirken müsse. Ob der Schrecken, den sie der Menschheit bringe, nicht unser internationales Ansehen schädigen würde. Das sind einige politische Punkte, die ich erinnere. Er hatte Dr. Oppenheimer einen großen Einfluss auf die übrigen Mitglieder des Wissenschaftsrates? Das glaube ich. Würden Sie sagen, dass die negative Entscheidung des Wissenschaftsrates wesentlich auf Dr. Oppenheimer zurückzuführen ist? Das geht meiner Ansicht nach zu weit. Welche Wirkung hatte der Bericht auf die Physiker, die an der Suppe arbeiteten?
Eine Paradoxe. Als ich ihn zu lesen bekam, 10 oder 12 Leute bekamen ihn auf Oppenheimers Veranlassung zu lesen, dachte ich, dass damit das Programm beerdigt ist. Zu meiner Verwunderung kam es zu einer psychologischen Trotzreaktion der daran Beteiligten. Sie meinen, der Bericht machte Sie wütend und Sie arbeiteten jetzt erst recht daran? Ja, es brachte Sie auf, dass Ihre Arbeit unmoralisch sein sollte, sobald Sie gute Fortschritte machten. Aha. Wurde das Dringlichkeitsprogramm von Dr. Oppenheimer unterstützt, als es vom Präsidenten schließlich angeordnet war? Ich kann mich einer solchen Unterstützung nicht erinnern. Im Gegenteil. Im Gegenteil heißt, dass er sich dem Dringlichkeitsprogramm nach Ihrer Ansicht weiterhin widersetzt hat. Ich meine, dass die ferneren Empfehlungen des Wissenschaftsrates, dessen Vorsitzender Dr. Oppenheimer war, das Programm nicht unterstützt, sondern behindert haben. Können Sie uns Beispiele geben? Das zweite Laboratorium. Wir wollten das Programm in Livermore konzentrieren. Der Wissenschaftsrat war dagegen. Wir wollten die Reaktorarbeit in Oak Ridge für unsere Zwecke ausbauen. Der Wissenschaftsrat stellte sie ein und konzentrierte die Reaktorarbeit in Chicago. Wir brauchten mehr Geld, weil uns nur experimentelle Versuche weiterbringen konnten. Oppenheimer empfahl weitere theoretische Forschungsarbeiten ohne Tests. Das alles hat uns nicht weitergebracht, sondern behindert. Haben Sie in dieser Zeit mit Dr. Oppenheimer gesprochen? Einige Male. Tja, wie würden Sie seine Haltung beschreiben? Sie war abwartend, neutral. Ich muss aber hinzufügen, dass sich Dr. Oppenheimers Haltung zum Programm in einer späteren Phase geändert hat. Wann? 1951, nach unseren ersten Tests. Aha. Da wurde von ihm der Wissenschaftsrat mit allen Experten in Princeton zu einer Tagung zusammengebracht. Ich war mit sehr gemischten Gefühlen dorthin gegangen, weil ich neue Knüppel fürchtete. Tatsächlich war Oppenheimer von unseren neuen theoretischen Ergebnissen begeistert. Und er unterstützte unsere neuen Pläne offenherzig und warm. Er sagte, dass er sich dem Programm niemals widersetzt hätte, wenn er diese wunderschönen Ideen früher gegeben hätte. Hat er dem Programm fernerhin geholfen? Meines Wissens nicht. Es kann natürlich sein, dass er dem Programm geholfen hat, ohne dass ich es gemerkt habe. Das sind meine Fragen. Ich danke Ihnen, Dr. Teller, dass Sie sich hier bemüht haben. Wollen Sie den Zeugen im Kreuzverhör haben, Mr. Garrison? Mr. Marx hat einige Fragen. Dr. Teller, sind Sie der Ansicht, dass sich Dr. Oppenheimer den Vereinigten Staaten gegenüber unloyal verhalten hat? Nein. Bis man mir das Gegenteil beweist, werde ich glauben, dass er den besten Interessen der Vereinigten Staaten dienen wollte. Also Sie halten ihn für vollständig loyal? Subjektiv, ja. Und objektiv? Er hat objektiv falsche Ratschläge gegeben, die dem Lande geschadet haben. Soll man die Loyalität eines verdienstvollen Mannes bezweifeln, weil er einen Rat erteilt hat, den man später für einen falschen Rat hält? Nein, aber man soll fragen, ob das fernerhin der richtige Ratgeber ist. Sie wissen aber doch, dass hier untersucht wird, ob sich Dr. Oppenheimer loyal verhalten hat, ob man ihm trauen kann, ob er nicht ein Sicherheitsrisiko ist. Es ist nicht mein Vorschlag gewesen, das zu untersuchen. Halten Sie Dr. Oppenheimer für ein Sicherheitsrisiko? Da mir seine Handlungen nach dem Kriege wirr und kompliziert schienen, würde ich mich persönlich sicherer fühlen, wenn die vitalen Interessen des Landes nicht in seinen Händen lägen. Was verstehen Sie unter Sicherheitsrisiko? Dass es begründete Zweifel an der Diskretion, am Charakter oder an der Loyalität eines Mannes gibt. Halten Sie Dr. Oppenheimer für ein Sicherheitsrisiko im Sinne dieser Definition? Nein, aber ich wunderte mich immer, wie stark er sich die Illusion bewahrt hatte. Die Menschen könnten schließlich politische Vernunft annehmen, wenn man sie geduldig belehrt. So in der Abrüstungsfrage. Sie teilen dieses Vertrauen nicht. Ich bin überzeugt, dass Sie erst dann politische Vernunft annehmen, wenn Sie wirklich tief erschrecken. Erst wenn die Bomben so groß sind, dass Sie alles vernichten können, werden Sie das tun. Wenn sich jemals herausstellen sollte, dass Ihr Rat ein falscher Rat gewesen ist, würde Sie das disqualifizieren, den Vereinigten Staaten weiterhin als Wissenschaftler zu dienen? Nein, aber ich wäre nicht mehr der richtige Mann in der führenden Position. Würden Sie es für richtig halten, dass man Ihnen deswegen die Sicherheitsgarantie entzieht? Nein. Sie wissen, dass man Dr. Oppenheimer die Sicherheitsgarantie bis zur Entscheidung in diesem Verfahren entzogen hat? Ich denke, sie ist ihm nicht entzogen worden, weil er einen falschen Rat gegeben hätte. Ja, das habe ich nicht gesagt, Mr. Robb. Aber Sie suggerieren das mit Ihren Vorfragen, Mr. Marx. Dr. Taylor, wenn Sie Dr. Oppenheimer die Sicherheitsgarantie zu erteilen hätten, würden Sie das tun? Da mir etwaige Gründe, die dagegen sprechen, nicht bekannt sind, würde ich das tun. Das sind meine Fragen.
Ich würde gerne noch wissen... Bitte, Dr. Evans. Was mich beschäftigt, ist Enthusiasmus eine gute Eigenschaft, um an einem Waffenprogramm zu arbeiten? Ohne Enthusiasmus hätten wir die Atombombe 1945 nicht gehabt. Und wir hätten auch nicht die Wasserstoffbombe. Gut. Oder besser, nicht gut. Vielleicht. Was ich meine, ist Enthusiasmus eine ebenso gute Eigenschaft für einen Mann, der die Regierung beraten hat? Das weiß ich nicht. Ich bin nicht kompetent. Ich weiß nur, dass uns Dr. Oppenheimer sehr geholfen hätte, wenn er sich nur in sein Büro in Los Alamos gesetzt hätte, um doch die Daumen zu drehen. Allein durch das Gewicht seines Ansehens. Kann man einem Menschen vorwerfen, dass er sich für eine bestimmte Sache, die Wasserstoffbombe in unserem Fall, nicht begeistert hat? Das kann man nicht, aber man kann das feststellen und man kann nach den Gründen fragen. Ach, haben Sie niemals moralische Skrupel hinsichtlich der Wasserstoffbombe gehabt? Nein. Wie sind Sie mit dem Problem fertig geworden? Ich habe das nicht als mein Problem angesehen. Sie meinen, man kann etwas machen, eine Wasserstoffbombe machen oder so etwas und sagen, was jetzt damit wird, das ist nicht mein Problem. Seht zu, wie ihr damit fertig werdet. Es ist mir nicht gleichgültig, aber ich kann die Anwendungsmöglichkeiten, die in einer Entdeckung stecken, nicht voraussehen. Kann man die Anwendungsmöglichkeiten einer Wasserstoffbombe nicht ganz gut voraussehen? Nein, es kann gut sein und wir alle hoffen das, dass sie niemals angewendet wird und dass ihr Prinzip, die künstlich herstellbare Sonnenenergie, die billigste und gewaltigste Energie, die wir kennen, in 20 oder 30 Jahren das Gesicht der Erde wohltuend verändert hat. Ihr Wort in Gottes Ohr, Dr. Teller. Als Hahn in Deutschland die erste Uranspaltung gelang, dachte er zum Exempel überhaupt nicht an die Möglichkeit, die frei werdenden Energien für Explosionszwecke zu verwenden. Wer hat als erster daran gedacht? Oppenheimer. Und es war ein fruchtbarer Gedanke, den nur naive Leute unmoralisch nennen können. Das müssen Sie einem älteren Kollegen erklären. Ich meine, dass Entdeckungen weder gut noch böse sind, weder moralisch noch unmoralisch, sondern nur tatsächlich. Man kann sie gebrauchen oder missbrauchen. Den Verbrennungsmotor wie die Atomenergie. In schmerzhaften Entwicklungen haben es die Menschen schließlich immer gelernt, sie zu gebrauchen. Obwohl Sie der Vernunft nach Ihren eigenen Worten wenig trauen? Ich traue den Tatsachen, die schließlich sogar Vernunft hervorbringen, gelegentlich. Ich habe kürzlich in der Zeitung gelesen, dass es bei einem unserer Supertests einen fürchterlichen Zwischenfall gegeben hat. Bikini? Ja, kürzlich. Es kamen 23 japanische Fische ums Leben. Ah, ich glaube, ja. Wie konnte das passieren? Der Fischdampfer geriet fatalerweise in ein radioaktives Schneegestöber, weil sich der Seewind plötzlich von Nord nach Süden drehte. Wie haben Sie die Nachricht von diesen Fischern aufgenommen? Wir haben eine Kommission eingesetzt, um alle Folgen zu beobachten, und wir haben die meteorologischen Voraussagen für unsere Tests sehr verbessern können. Was sind Physiker für Menschen? Wie meinen Sie das? Ob Physiker ihre Frauen prügeln oder Hobbys haben und so? Ich meine, unterscheiden Sie sich von anderen Menschen? Ich habe da schon Dr. Oppenheimer gefragt. Was hat er geantwortet? Dass Sie wie andere sind. Sicher. Sie brauchen ein bisschen mehr Fantasie und ein bisschen mehr Gehirn, um Ihre Arbeit zu machen. Sonst sind Sie wie andere. Ich frage mich das, seit ich in diesem Ausschuss bin. Vielen Dank. Möchten Sie, Dr. Teller, vielleicht etwas fragen, Dr. Oppenheimer? Oh, nein. Dann benötigen wir Sie nicht mehr, Dr. Teller. Dankeschön. Der nächste Zeuge ist dann Dr. Bethe. Hans Bethe. Schwören Sie, dass Sie hier die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Das schwöre ich. Mr. Garrison, Dr. Bethe ist Ihr Zeuge. Dr. Bethe, wann sind Sie nach Amerika gekommen? 1935, mit Teller etwa. Woher kamen Sie? Von München. Ich war kurze Zeit in England und lehrte dann hier Kernphysik. Haben Sie die theoretische Abteilung in Los Alamos geleitet? Bis Kriegsende. Hat Teller in Ihrer Abteilung gearbeitet? Ja. Wie haben Sie mit ihm zusammengearbeitet? Gar nicht. Ich bin mit etwa Teller befreundet, aber es ist sehr schwer, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wieso?
Edward ist ein genialer Bursche, voller glitzernder Ideen, die er fanatisch verfolgt, bis er sie wegwirft. Dann spielt er nächtelang Klavier, bis er mit neuen, brillanten Ideen kommt und er verlangt, dass man jedes Mal so begeistert ist wie er selber. Ich sage das nicht, um ihn herabzusetzen. Er ist ein Genie, aber er braucht jemanden, der seine Ideen sortiert. Es war schließlich besser, auf ihn zu verzichten, als ein ganzes Team auffliegen zu lassen. Was heißt, auf ihn zu verzichten? Wir entschlossen uns, ihn von allen Arbeiten unseres Programms zu befreien, weil ihn nur die Suppe interessierte, obwohl wir ihn dringend brauchten. Wer nimmt den Platz vom Teller ein? Klaus Fuchs. Gab es in Los Alamos große Spannungen zwischen Dr. Teller und Dr. Oppenheimer? Ich denke, sie mochten sich nicht. Teller beklagte sich oft, dass man seine Arbeiten nicht genügend beachte, dass sich Oppenheimer nicht genügend dafür begeistere. Aber Oppenheimer musste ein riesenhaftes Laboratorium dazu bringen, die Atombombe zu machen. Und Edward hatte Unrecht, sich zu beklagen. Wurde in Los Alamos an der thermonuklearen Entwicklung gearbeitet? Oppenheimer hatte angeordnet, dass sich eine ganze Gruppe meiner Abteilung damit beschäftigt, unter ihnen Teller. Wie haben Sie mit Dr. Oppenheimer zusammengearbeitet? Glänzend. Er war der einzige Mann, der Los Alamos zum Erfolg führen konnte. Kennen Sie ihn gut? Seit 1929 von Göttingen her. Ich denke, wir sind gute Freunde. Ich möchte Sie fragen, gab es bei Kriegsende die Voraussetzungen für ein Superprogramm? Ganz eindeutig nicht. Gab es nach dem Test von Alamogordo den Plan, mit einem Superprogramm großen Stils zu beginnen? Wir erörterten die Möglichkeiten dazu. Wir sagen, dass wir nur die Kraft zu einem verstärkten Forschungsprogramm hätten. Es gab den Plan zu einem verstärkten Forschungsprogramm. Dr. Teller hat hier gesagt, dass der Plan zu einem kraftvollen Superprogramm erst nach Hiroshima fallen gelassen wurde. Und dass die Gründe der moralischen Skrupel der Wissenschaftler insbesondere die Dr. Oppenheimers gewesen sein. Ist das richtig? Nein. Die wissenschaftlichen Ideen waren eine gequälte Sache und es gab weder technische noch personelle Voraussetzungen. Es ist aber wahr, dass Hiroshima uns alle sehr verändert hatte. Welche Wirkung hatte Hiroshima auf die Physiker von Los Alamos? Wir hatten einige Jahre unter harten militärischen Bedingungen gearbeitet und niemand von uns hatte die Folgen sich wirklich überlegt. Hiroshima konfrontierte uns mit diesen Folgen und niemand konnte fernerhin an diesen Waffen arbeiten, ohne zu bedenken, dass sie auch verwendet würden. Welche Folgerungen haben Sie daraus gezogen? Ich verließ Los Alamos und lehrte Physik in Ithaca. Ich glaube, es ist gut bekannt, dass ich mich mit anderen Wissenschaftlern an den Präsidenten und an die Öffentlichkeit wandte und ich denke, es war richtig, das zu tun. Gingen Sie später nach Los Alamos zurück? Ja. Als der Krieg in Korea ausgebrochen war. Ich arbeitete dort, bis wir die Suppe getestet hatten. Hatten Sie in dieser Zeit moralische Skrupel an der Wasserstoffbombe zu arbeiten? Sehr stark. Ich habe sie noch. Ich habe geholfen, sie zu machen. Und ich weiß nicht, ob es nicht ganz falsch war, das zu tun. Warum sind Sie dann zurückgegangen? Das Wettrüsten um die Suppe war in vollem Gang. Und ich kam zu der Überzeugung, dass wir diese schreckliche Waffe zuerst haben sollten, wenn sie überhaupt herstellbar wäre. Ich ging in der Hoffnung, dass sie sich als nicht herstellbar erweisen möge. Dr. Teller hat hier berichtet, dass Sie das Superprogramm zu einem früheren Zeitpunkt übernehmen wollten und dass Sie durch Dr. Oppenheimer davon Abstand genommen hätten. Ist das richtig? Ich vermute, Teller meint das Gespräch, das wir mit Oppenheimer hatten. Nach der russischen Atombombe, als Teller und seine Gruppe sehr aktiv waren, ein Superprogramm durchzusetzen. Sie suchten alle Leute zu überreden, die dafür in Frage kamen, so auch mich. Ich hatte großen Zweifel und wollte mehr Fakten darüber. Die erhoffte ich von Oppenheimer. Hatten Sie Teller vor diesem Besuch zugesagt, dass Sie nach Los Alamos kommen würden? Ich war unentschlossen. Einerseits war ich von einigen Ideen sehr angezogen und es lockte mich, mit den neuen Rechenmaschinen zu arbeiten, die nur für Kriegsprojekte freigegeben waren. Andererseits hatte ich diese tiefe Unruhe, dass die Super keines unserer Probleme lösen könne. Sprach sich Dr. Oppenheimer gegen die Super aus? Er referierte Fakten, Argumente, Ansichten. Er schien mir ebenso unentschlossen wie ich selber. Ich war sehr enttäuscht. Sagten Sie Teller danach, dass Sie kommen würden? Ja.
Warum änderten Sie Ihren Entschluss? Weil mich meine Gewissenszweifel nicht losließen. Ich sprach eine ganze Nacht lang mit meinen Freunden Weißkopf und Patschek, die beide hervorragende Physiker sind. Und wir wurden uns einig, dass die Welt nach einem Krieg mit Wasserstoffbomben, selbst wenn wir ihn gewinnen sollten, nicht mehr die Welt wäre, die wir erhalten wollten. Dass wir alle die Dinge verlieren würden, für die wir kämpften, und dass eine solche Waffe niemals entwickelt werden sollte. Hat Dr. Oppenheimer diese Entscheidung beeinflusst? Nein. Ist Ihnen bekannt geworden, dass Dr. Oppenheimer andere Physiker gegen die Super eingenommen hat? Nein. Glauben Sie, dass die Super durch Dr. Oppenheimers Haltung entscheidend, möglicherweise um Jahre, verzögert worden ist? Nein. Wieso kriegte Teller nicht genug gute Leute für das Programm? Ein Grund war das allgemeine Unbehagen gewesen. Ein anderer Teller selber. Er ist ein wunderbarer Physiker, aber sogar seine Freunde werden ihn gefragt haben: Gut, Edward, du sorgst für die Nummern, aber wer inszeniert die Show? Hat sich Dr. Oppenheimer dem Programm widersetzt, nachdem es angeordnet war? Oppenheimer diskutierte danach nur noch, wie die Suppe zu machen wäre, nicht mehr ihre politische Zweckmäßigkeit. Wie verhielt er sich in Los Alamos zu Sicherheitsdingen? Viele von uns kritisierten ihn als zu regierungsfromm. Das war auch meine Kritik. Dr. Bethe, Sie haben uns gesagt, dass Sie mit Dr. Oppenheimer gut befreundet sind. Ja. Wenn sich Dr. Oppenheimer in einen Loyalitätskonflikt gestellt sehe zwischen Ihnen und den Vereinigten Staaten, wie würde er sich nach Ihrer Ansicht entscheiden? Für die Vereinigten Staaten. Ich hoffe, dass es niemals dazu kommt. Vielen Dank, Dr. Bethe. Mr. Rowlander, ich habe hier einen Aufsatz aus der Zeitschrift Scientific American von Anfang 1950. Darin schreiben Sie: Sollen wir die Russen vom Wert der Persönlichkeit überzeugen, indem wir Millionen von ihnen umbringen? Wenn wir einen Krieg mit H-Bomben führen und gewinnen, wird sich die Geschichte nicht an die Ideale erinnern, für die wir kämpften, sondern an die Methode, die wir anwandten, um sie durchzusetzen. Diese Methoden wird man mit der Kriegsführung des Genghis Khan vergleichen. Haben Sie das geschrieben? Ich finde, es klingt vernünftig. Der Aufsatz wurde damals beschlagnahmt, weil er rüstungswichtige Geheimnisse enthülle. Sie schrieben ihn wenige Wochen, nachdem Sie Teller abgesagt hatten. Ich denke. Und einige Monate danach gingen Sie nach Los Alamos, um die Super zu machen. Ja, was Sie da vorgelesen haben, ist noch immer meine Meinung. Ihre heutige Meinung? Ja. Wir können die Entwicklung der Wasserstoffbombe nur rechtfertigen, indem wir ihren Gebrauch verhindern. Ah, danke, Dr. Bethe. Wenn ich Sie richtig interpretiere, dann meinen Sie, dass es falsch war, die Super zu entwickeln? Das meine ich. Was hätten wir stattdessen tun sollen? Wir hätten ein Abkommen finden müssen, dass niemand dieses verfluchte Ding bauen darf und dass jeder Verstoß dagegen den Krieg auslöst. Glauben Sie, dass ein solches Abkommen damals die geringste Chance hatte? Es wäre vermutlich leichter zu kriegen gewesen, wie die Sachen, die wir jetzt machen müssen. Wovon sprechen Sie? Es scheint, dass den beiden Machtblöcken nicht viel Zeit bleibt zu entscheiden, ob sie miteinander Doppelselbstmord begehen wollen oder wie sie das Ding wieder aus der Welt schaffen. Ich danke Ihnen, dass Sie hier erschienen sind, Dr. Bethe. Es war meine Pflicht. Darf ich Dr. Oppenheimer bitten, dass er mich in meinem Hotel anruft, wenn er hier fertig ist? Wie lange werden wir noch hier sein, Herr Vorsitzender? Es ist kurz vor 16:30. Wir haben ein großes Programm hinter uns. Wir könnten uns auf morgen vertagen. Mr. Rolf? Da Mr. Griggs wartet, würde ich um ein paar Minuten für Mr. Griggs bitten. Ja, könnten wir in diesem Fall auch noch Dr. Rabi hören? Ja, bitte. Ja, einverstanden, bitte. Natürlich. Dr. Griggs, bitte. Dr. Griggs, wollen Sie hier unter Eid aussagen? Ja. Mein Name ist einfach Griggs. David Trestle Griggs. David Trestle Griggs. Schwören Sie, dass Sie hier die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Das schwöre ich. Was? Ihr Wunsch, hier als Zeuge auszusagen? Ich bin von der Air Force hierher kommandiert. Ja, dann möchte ich Ihnen sagen, dass Sie hier nur Ihre eigene Meinung geben dürfen. Selbstverständlich. Welche Stellung nehmen Sie gegenwärtig ein? Chefwissenschaftler der Air Force. Was ist Ihr Fach? Geophysik. Das Verhör kann beginnen. Ich möchte Sie fragen, Mr. Griggs, ob Sie Dr. Oppenheimers Einstellung zur Super kennen. Ja.
Wir bekamen alle Gutachten und Berichte, die von ihm abgegeben wurden. Wie schätzten Sie seine Haltung ein? Durch lange Beobachtungen und Analysen bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es unter einigen prominenten Wissenschaftlern eine lautlose Verschwörung gegen die Super gab. Dass diese Gruppe die Super zu verhindern oder zu verzögern suchte. Und dass diese Gruppe von Dr. Oppenheimer dirigiert wurde. Ist das Ihre private Meinung oder wird diese Ansicht von anderen geteilt? Das ist meine eigene Meinung. Und es ist die Meinung von Mr. Finletter, dem Luftwaffenminister, und von General Vandenberg, dem Stabschef der Air Force. Welche Tatsachen brachten Sie zu dieser Überzeugung, dass es sich um eine Verschwörung handele? Ich konnte mir die Handlungen Dr. Oppenheimers und anderer lange Zeit nicht erklären. Eines Tages bekam ich einen Schlüssel. Wann war das? Es gab 1951 eine strategische Konferenz, das sogenannte Vista-Projekt. Die Auseinandersetzung ging darum, ob in der Zukunft das Hauptgewicht auf einer strategischen H-Bomberflotte liegen solle oder ob vorrangig die Luftverteidigung ausgebaut werden sollte. Die Warnsysteme, die Luftabwehrraketen etc. Die Air Force war entschieden für die H-Bomberflotte. Und Oppenheimer? Ich komme darauf. Eines Tages, als die Fronten noch nicht geklärt waren und ich die Befürworter der Luftverteidigung angegriffen hatte, ging Dr. Rabi an die Tafel und schrieb das Wort Zork dorthin. Zork. Zork. Na, was heißt Zork? Können Sie das buchstabieren? Z-O-R-C. Das sind die Anfangsbuchstaben einer Gruppe, der Zacharias, Oppenheimer, Rabi und Charlie Lauritsen angehörten. Sie erstrebten eine Weltabrüstung. Warum schrieb Rabi dieses Wort an die Tafel? Nach meiner Überzeugung, um seinem Anhang klar zu sagen, wie in der Konferenz operiert werden soll. Mr. Dobb, darf ich den Zeugen eine Zwischenfrage stellen? Sie werden Mr. Griggs im Kreuzverhör haben und Sie können ihn dann jede Frage stellen, Mr. Marx. Ja, Mr. Griggs, wie endete die Konferenz? Die Empfehlung der Konferenz ging in drei Hauptpunkten strikt gegen die Linie der Air Force. Und dieser Teil der Empfehlung war von Dr. Oppenheimer verfasst. Haben Sie andere Aktivitäten dieser Gruppe um Oppenheimer beobachtet? Es wurde unter den Wissenschaftlern eine Geschichte verbreitet, dass Mr. Finletter im Pentagon gesagt habe, wenn wir so und so viel Wasserstoffbomben haben, dann können wir die ganze Welt regieren. Das sollte beweisen, dass wir unverbesserliche Kriegstreiber an der Spitze der Air Force hätten. Haben Sie mit Dr. Oppenheimer darüber gesprochen? Ja. Ich stellte ihn zur Rede und fragte, ob er diese Geschichte erzählt habe. Er sagte, dass er sie gehört habe und dass er sie nicht ernst nehme. Ich sagte darauf, dass ich sie sehr ernst nehme, denn sie verbreite Lügen zu einem bestimmten Zweck. Dr. Oppenheimer fragte mich, ob das heißen solle, dass ich seine Loyalität bezweifelte. Und ich sagte, dass es das heiße. Ja, wie reagierte er darauf? Er sagte, dass ich ein Paranoiker sei und verschwand. Ich verstand danach ganz gut, warum Dr. Oppenheimer in Princeton das Programm technisch rühmte, das zweite Laboratorium aber boykottierte, obwohl die Air Force das Geld dafür geben wollte. Ich verstand die Behinderungen, die Teller beklagte. Besonders, als ich seinen FBI-Bericht gelesen hatte. Ja. Glauben Sie, dass zwischen seinen linken Verbindungen und seinem Verhalten in der Superfrage ein Zusammenhang besteht? Das ist meine Überzeugung. Halten Sie Dr. Oppenheimer für ein Sicherheitsrisiko? Für ein sehr starkes. Danke, Mr. Griggs. Mr. Marx. Es ist der Wunsch von Dr. Oppenheimer, dass wir darauf verzichten, Mr. Griggs im Kreuzverhör zu haben. Die Mitglieder des Ausschusses werden das nicht als eine Zustimmung nehmen. Weitere Fragen? Dann danke ich Ihnen für Ihr Erscheinen, Mr. Griggs. Jetzt noch Dr. Rabi. Er ist bereits da. Sie werden alle nach Hause wollen. Mein voller Name ist Isadore Isaac Rabi. Oppenheimer war mit seinem Vornamen vorsichtiger. Isadore Isaac Rabi. Schwören Sie, dass Sie hier die Wahrheit sagen wollen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit? So wahr mir Gott helfe. Ich schwöre jede Woche dreimal. Bitte, Mr. Marx. Dr. Rabi, was machen Sie gegenwärtig? Ich lehre Physik an der Columbia-Universität. Würden Sie uns Ihre wichtigsten Regierungsfunktionen nennen? Ich bringe sie nicht alle zusammen. Vorsitzender des Wissenschaftsrates, Mitglied des Komitees, das den Präsidenten wissenschaftlich berät,
dann in einem Haufen von Ausschüssen, Forschung, Entwicklung, Laboratorien, die verflucht viel Zeit kosten, 120 Arbeitstage im Jahr. Sie könnten mich fragen, wann lehren Sie eigentlich Physik? Und ich will Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Ich habe für Oppenheimer Zeit, denn ich könnte ganz gut an seiner Stelle sein. Ich war entschiedener als er gegen das Dringlichkeitsprogramm. Warum war Dr. Oppenheimer dagegen? Weil es technisch beschissen aussah. Und weil er fühlte, dass die Super unsere Position im Endeffekt nicht stärken, sondern schwächen würde. Wir sehen heute, dass das ein richtiges Gefühl war. Es ist dir gesagt worden, dass es eine Verschwörung gegen die Super gegeben habe und dass diese Verschwörung von Dr. Oppenheimer dirigiert worden sei und dass Sie zu dieser verschworenen Gruppe gehört hätten. Ich nehme an, dass das der Herr gesagt hat, dem ich in der Tür begegnet bin. Ich könnte Ihnen von Mr. Greggs Geschichten erzählen. Ja, aber wir müssen uns hier mit den Geschichten beschäftigen, die Mr. Greggs erzählt hat. Ja? Erinnern Sie sich der sogenannten Vista-Konferenz? Gut. Worum ging es dabei? Der Air Force die Dummheit auszureden, dass man die zukünftige Verteidigung des Landes mit strategischen H-Bomber-Flotten bewältigen könne. Wenn man diesen Superman gefolgt wäre, dann hätten wir wegen jeder Balkankrise den Dritten Weltkrieg mit Wasserstoffbomben auslösen müssen. Welche Ansicht vertrat Dr. Oppenheimer? Dass wir imstande sein müssten, jeder Bedrohung mit angemessenen Mitteln zu begegnen. Sowohl konventionell wie mit taktischen Atomwaffen, wie mit der Super schließlich, wenn wir angegriffen würden. Dazu brauchten wir längere Warnzeiten durch bessere Warnsysteme. Oppenheimer und ich waren auf einer Linie. Und Mr. Griggs vertrat die Linie der Air Force? Ich habe nie erlebt, dass Mr. Griggs etwas anderes vertreten hätte als die Ansicht der Leute, die ihn angestellt haben. Wissen Sie, was Zork heißt? Ja, das weiß ich seit diesem schweinischen Artikel in der Zeitschrift Fortune. Haben Sie damals auf der Vista-Konferenz Zork an die Tafel geschrieben? Nein, das war Zacharias. Er hatte großen Erfolg damit. Wer ist Zacharias? Ein erstklassiger Kernphysiker, der wissenschaftliche Berater der Marine. Und wie meinen Sie das, Zacharias hatte großen Erfolg? Die Leute brüllten vor Lachen und Griggs sah ziemlich schlecht aus. Warum hat Dr. Zacharias das gemacht? Weil Griggs weniger argumentierte, als seine Gegner verdächtigte. Er spielte auf das dumme Zeug an, das in Fortune gestanden hatte. Da Zacharias nach ihm sprach, ging er an die Tafel und schrieb Zork an. Was hieß, jetzt spricht einer von diesen verräterischen Russenknechten. Hatte die Bezeichnung Zork in Fortune gestanden? Sie war eine Erfindung von Fortune. Dr. Rabi, warum war der Wissenschaftsrat mit Dr. Oppenheimer gegen ein zweites Laboratorium? Das ist mir neu. Wir haben Livermore sehr gefördert. Wir waren dagegen, das Superprogramm in einem Air Force-Laboratorium zu konzentrieren, das nur auf dem Papier stand, während Los Alamos gut arbeitete. Warum den Obstkern umschmeißen? Weil Air Force die Armee und die Marine ausboten wollte? Die gleiche Sache spielte sich bei der Reaktorarbeit ab. Dr. Rabbi, wie lange kennen Sie Dr. Oppenheimer? Seit 1928. Ich habe während des Kriegs eng mit ihm zusammengearbeitet und ich habe das bis vor kurzem getan. Kennen Sie den Bericht, den FBI, der Atomenergiekommission, über Dr. Oppenheimer zuleitete? Ja. Würden Sie Dr. Oppenheimer für ein Sicherheitsrisiko halten? Nein. Ich halte ihn für den loyalsten Menschen, den ich kenne. Mich eingeschlossen. Danke, Dr. Rabbi. Mr. Robb? Hat es Sie nicht überrascht zu lesen, dass Dr. Oppenheimer, den Sie hier den loyalsten Menschen genannt haben, die Sicherheitsbehörden bei einem ernsten Spionageverdacht wissentlich belogen hat? Das hat mich damals überrascht. Ich fand sein Verhalten töricht. Ich muss aber sagen, dass mich heute sein Verhalten weniger überrascht und dass ich es besser verstehen kann, auch wenn ich es nicht billige. Wieso? Nachdem ich erlebt habe, was mit unschuldigen Menschen geschehen ist, die in einen solchen Verdacht geraten waren. Nachdem überrascht es mich etwas weniger, wenn jemand seinem Freunde dieses Schicksal ersparen wollte. Wenn Sie sich in die Lage von Dr. Oppenheimer versetzen, würden Sie wie er die Sicherheitsbehörden belogen haben? Weiß der Himmel. Nein, ich möchte es von Ihnen wissen. Ich glaube nicht. Aber Sie bleiben bei Ihrem Urteil, dass er der loyalste Mensch ist, den Sie kennen. Das ist richtig. Denn ich kenne Robert Oppenheimer seit 25 Jahren und wenn es heute eine amerikanische Physik gibt, die nicht mehr nach Europa wallfahren muss, dann ist dies das Verdienst von Oppenheimer und weniger anderer Physiker unserer Generation. Das habe ich nicht bezweifelt, Dr. Harvey. Ich wollte nur wissen, ob Sie vollkommene Loyalität damit vereinbaren, dass jemand die Sicherheitsbehörde absichtlich belügt. Das habe ich beantwortet. Und Oppenheimer hat das beantwortet, indem er nach der bedeutungslosen Chevalier-Episode die Atombombe gemacht hat. Eine ganze Kollektion verschiedener Atombomben. Was wollen Sie noch? Wasserjungfern? Ist das Ende dieses Weges diese Art von Verhör? Das finde ich demütigend. Das ist eine schlechte Show. Danke, Dr. Rabi. Ist es zutreffend, Sir, dass Sie Geld in einem Verteidigungsfonds für Dr. Oppenheimer eingezahlt haben? Ja. Ist es zutreffend, dass Sie einer Versammlung der Nationalakademie der Wissenschaften eine Resolution zugunsten von Dr. Oppenheimer vorgeschlagen haben?
Da es der Verteidigungsminister für richtig gehalten hat, Oppenheimer vor der Presse zu verdächtigen, habe ich es für richtig gehalten, dass die Wissenschaftler die Öffentlichkeit auf die Gefahren dieses Verfahrens aufmerksam machen. Mhm. Danke, Sir. Welche Gefahren meinen Sie? Ich mache mir große Sorgen. Ich glaube, die ganze Gemeinde der Wissenschaftler ist tief besorgt, dass hier ein Mann vor einem Tribunal steht, weil er entschiedene Ansichten entschieden vertreten hat. Es ist die Grundlage für unsere Art des Zusammenlebens. Wenn ein Mann deswegen verurteilt wird, so begeben wir uns des Anspruches, ein freies Land fernerhin genannt zu werden. Und jeder von uns kann morgen an der Stelle von Dr. Oppenheimer sein. Ich hoffe, dass meine Sorgen ganz unberechtigt sind. Ich hoffe das inständig. Sie wissen natürlich, Dr. Rabi, dass dieses Verfahren kein Gerichtsverfahren ist und dass wir infolgedessen kein Urteil fällen. Ja, aber Ihr Spruch wird schwerer wiegen als die Entscheidung eines Gerichts. Vielen Dank, Dr. Rabi, dass Sie hierher gekommen sind. Ich schließe die heutige Sitzung. Am Vormittag des 6. Mai 1954 beendete die Kommission die Phase der Zeugenvernehmung. Es waren 40 Zeugen in der Sache Robert Oppenheimers gehört worden. Das Protokoll des Verhörs umfasste 3000 Maschinenseiten. Der Zeugenvernehmung folgten die Plädoyers. Ich erteile Mr. Robb das Wort, der dem Ausschuss eine Zusammenfassung seiner Argumente vorzutragen wünscht. Das gleiche Recht wird der Verteidigung von Dr. Oppenheimer eingeräumt und Mr. Marx wird dieses Recht wahrnehmen. Danach wird sich der Ausschuss vertagen, um die Entscheidung zu beraten, die zu fällen er beauftragt ist. Mr. Robb. Herr Vorsitzender, ehrenwerte Mitglieder des Ausschusses, ohne unseren Willen ist hier in diesen 3,5 Wochen, die uns Dr. Oppenheimer gegenüber sitzt, die Lebensgeschichte eines bedeutenden Physikers zu Protokoll gekommen, in seinen Widersprüchen, seinen Konflikten. Und ich gestehe, dass sie mich bewegt hat, dass ich ihren tragischen Aspekt fühle. Niemand von uns bezweifelt Dr. Oppenheimers große Verdienste und nur wenige werden sich dem Reiz seiner Persönlichkeit entziehen können. Es ist jedoch unsere schwierige Pflicht, zu untersuchen, ob die Sicherheit des Landes auf einem so wichtigen Gebiet wie der Atomenergie in seinen Händen gut aufgehoben ist. Zu unserem Kummer wird unsere Sicherheit gegenwärtig von den Kommunisten bedroht, die ihre Herrschaftsform über die Welt ausbreiten wollen. Nach seinem eigenen Zeugnis hat Dr. Oppenheimer eine lange Zeit seines Lebens der kommunistischen Bewegung so nahe gestanden, dass es schwerfällt zu sagen, was ihn von einem Kommunisten unterschieden hat. Seine nächsten Verwandten, die Mehrzahl seiner Freunde und Bekannten waren Kommunisten oder Fellow Travelers. Er besuchte kommunistische Versammlungen, er las kommunistische Zeitungen, er spendete Geld und er gehörte einer Vielzahl von kommunistischen Tarnorganisationen an. Ich bezweifle nicht, dass es edle Motive waren, der Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit und die Sehnsucht nach einer idealen Welt, die ihn ursprünglich dahin brachten. Ich bin in diesem Verfahren aber zu der Überzeugung gekommen, dass Dr. Oppenheimer diese Verbundenheit nie mehr verlassen hat. Auch nachdem sein Enthusiasmus erkaltet war, auch nachdem er sich von den politischen Erscheinungsformen des Kommunismus in Russland enttäuscht abgewandt hatte. Sie zeigte sich, als auf Dr. Oppenheimers Vorschläge hin kommunistische Physiker in Schlüsselpositionen an Kriegsprojekte kamen. Sie zeigte sich, indem er seinen großen Einfluss darauf verwandte, diese Leute im Projekt zu halten, als man ihnen misstraute. Sie zeigte sich schließlich im Falle Eltington Chevalier, wo er ein halbes Jahr zögerte, einen ersten Spionageverdacht anzuzeigen, wo er die Sicherheitsbehörden wissentlich belog und die Treue zum Kommunismus über die Treue zu den Vereinigten Staaten stellte. Man hat hier eingewendet, dass diese Handlung weit zurückliege und dass Dr. Oppenheimer durch seine großen Verdienste um die Atombombe seine vollkommene Loyalität bewiesen habe. Ich kann diese Ansicht nicht teilen, obwohl ich seine Verdienste um Los Alamos nicht bestreite. Und ich sehe vielmehr in seinen Handlungen nach dem Kriege, besonders in der Frage der Wasserstoffbombe, die gleichen Anfechtungen aus der gleichen alten Verbundenheit. Dr. Oppenheimer war nach vielen Zeugnissen von der Atombombe und von der Wasserstoffbombe gleichermaßen begeistert, als es gegen die Nazis ging.
Als es aber klar wurde, dass es nicht nur rechts, sondern auch links Diktaturen gab, die uns bedrohten, als Sowjetrussland unser potenzieller Feind wurde, da wurden seine Skrupel gegen die Waffe groß und er erstrebte eine Internationalisierung der Atomenergie, obwohl es uns nur durch unser A-Bomben-Monopol gelungen war, die Russen in Europa und Asien zu stoppen. Dr. Oppenheimer war nach seinem eigenen Zeugnis tief deprimiert, als ein solches Abkommen mit den Russen nicht zu schließen war. Er zog aber daraus nicht die Konsequenz, die im besten Interesse der Vereinigten Staaten gelegen hätte, die Konsequenz nämlich, den Bau der Wasserstoffbombe voranzutreiben, ehe die Russen ihrerseits die Atombombe hatten. Sogar als die russische Bombe die Gefahr für uns überdeutlich markierte, widersetzte er sich mit seinem großen Einfluss einem Dringlichkeitsprogramm für die Super und empfahl neuerliche Verhandlungen mit Sowjetrussland, um die Entwicklung einer solchen Waffe zu verhindern. Als das Programm dennoch angeordnet worden war, als er von den neuen genialen Ideen für die Super wissenschaftlich fasziniert war, gingen seine Empfehlungen immer noch auf ein langfristiges Forschungsprogramm. Und als der Test schon festgesetzt war, versuchte er ihn zu verschieben, um die von ihm gewünschten Abrüstungsverhandlungen nicht zu begraben. Wir haben hier von einigen Zeugen gehört, dass sie sich den Widerspruch zwischen seinen Worten und seinen Handlungen nicht erklären konnten. Und einige, wie Oberst Pesch, William Borden und Griggs, schlossen daraus, dass es sich um eine besonders geschickte Form von Verrat handeln müsse. Aber wer wie wir Dr. Oppenheimer hier beobachten konnte, wer wie wir von seiner Persönlichkeit beeindruckt ist, der weiß, dass dieser Mann kein Verräter der uns bekannten Kategorien ist. Ich bin davon überzeugt, dass Dr. Oppenheimer nach seinem besten Wissen den Interessen der Vereinigten Staaten nützen wollte. Aber seine Handlungen nach dem Kriege, sein offensichtliches Versagen in der Frage der Super, haben die Interessen des Landes tatsächlich geschädigt. Denn nach Dr. Tellers überzeugenden Darlegungen hätten wir die Super 4 oder 5 Jahre früher haben können, wenn sie von Dr. Oppenheimer unterstützt worden wäre. Nun, wie erklärt sich dieses Versagen bei einem so wunderbar begabten Manne, dessen diplomatische Fähigkeiten, dessen Scharfsinn hier so oft gerühmt wurden? Die Erklärung ist, dass sich Dr. Oppenheimer von den utopischen Idealen einer internationalen klassenlosen Gesellschaft niemals ganz gelöst hat, dass er ihnen unbewusst oder unterbewusst die Treue hielt und dass diese unbewusste Loyalität mit der Loyalität zu den Vereinigten Staaten nur auf die Weise zu vereinbaren war, die Dr. Oppenheimer praktizierte. In diesem Widerspruch liegt seine Tragik, und es ist eine anhaltende Tragik, die ihn nicht befähigt, den besten Interessen der Vereinigten Staaten auf diesem diffizilen Gebiet zu dienen, obwohl er das ehrlich zu tun wünscht. Es liegt eine Form des Verrats vor, die unsere Gesetzbücher nicht kennen, der Gedankenverrat, der aus den tiefen Schichten einer Persönlichkeit kommt und die Handlungen eines Mannes gegen dessen Willen unaufrichtig macht. Ich spreche von anhaltender Tragik, weil Dr. Oppenheimer in diesem Verfahren niemals die Gelegenheit genützt hat, sich von seinen früheren politischen Ideen und von seinen kommunistischen Verbindungen zu distanzieren. Und wenn wir ihn hier sagen hören, dass die Welt im Zeitalter der Atomenergie und der großen Massenzerstörungsmittel neue Formen des menschlichen, des wirtschaftlichen, des politischen Zusammenlebens braucht, dann sehe ich auch darin eine Projektion seiner alten Ideale. Was Amerika heute aber wirklich braucht, das ist eine Stärkung seiner wirtschaftlichen, seiner militärischen, seiner politischen Macht, damit es die Feinde der Freiheit überall dort wirksam bekämpfen kann, wo diese Freiheit gefährdet ist. Wir sind in unserer Geschichte an einem Punkt angelangt, wo wir erkennen müssen, dass unsere Freiheit ihren Preis hat. Und es ist die geschichtliche Notwendigkeit, die es uns nicht erlaubt, irgendeinen Menschen. Und wäre es der verdienstvollste, einen Rabatt darauf zu gewähren. Dabei vergessen wir nicht seine vergangenen Verdienste und wir respektieren sie. Nach meiner Überzeugung kann Dr. Oppenheimer in Würdigung der Tatsachen die Sicherheitsgarantie fernerhin nicht erteilt werden. Danke, Mr. Haupt. Der Ausschuss wird jetzt die Argumente der Verteidigung hören. Bitte, Mr. Marx. Herr Vorsitzender, Dr. Evans, Mr. Morgan. Mr. Robb hat hier von den großen Verdiensten
und den tragischen Aspekten meines Mandanten gesprochen. Ich nehme diese Anteilnahme als Eingeständnis, dass dieses Verfahren keine Tatsachen erbracht hat, die Dr. Oppenheimers Loyalität in Zweifel ziehen. Es ist allgemein bekannt, dass Dr. Oppenheimer in den 30er Jahren starke Sympathien zu radikal-linken und zu kommunistischen Ideen hatte, dass er kommunistische Freunde hatte und dass er einigen Organisationen angehörte, die mit den Kommunisten sympathisierten. In dieser Zeit war dies die Haltung vieler, wenn nicht der meisten, Intellektuellen. Und ihre sozialkritischen Ideen entsprachen unserer Politik des New Deal, die größere soziale Gerechtigkeit in unserem Land einführte. Es wird von dieser Zeit als der roten Dekade Amerikas gesprochen und Dr. Oppenheimers Sympathien waren vergleichsweise durchschnittlich. Was wir über Dr. Oppenheimers Verbindungen erfahren haben, das findet sich schon in den Sicherheitsfragebögen, die Dr. Oppenheimer vor seinem Eintritt in die Kriegsarbeit ausgefüllt hat. Und sie waren den hohen und höchsten Kommissionen bekannt, die Dr. Oppenheimer 1943 und 1947 die Sicherheitsgarantie erteilt haben. Auch das Material, das FBI über Dr. Oppenheimer sammelte und das wir bis zur Stunde nicht einsehen durften, war der verantwortlichen Kommission bereits im Jahre 1947 bekannt. Ich darf annehmen, dass Mr. Robb nicht gezögert hätte, uns hier damit vertraut zu machen, wenn es stichhaltige Belastungen enthalten würde, die wir nicht kennen. Ebenso bekannt war den Sicherheitsbehörden das Verhalten von Dr. Oppenheimer in dem geklärten Fall Eltington Chevalier. Einen Loyalitätskonflikt hat es insofern nicht gegeben, als Dr. Oppenheimer Chevalier für unschuldig hielt. Und es hat sich ja herausgestellt, dass er wirklich unschuldig war. Schließlich hat es sich bei der ganzen Sache um einen Spionageversuch nicht gehandelt. Dr. Oppenheimer hat trotzdem nicht gezögert, sein Verhalten dabei töricht zu nennen. Und niemand wird bezweifeln, dass er sich heute anders als 1942 verhalten würde. Er hat danach immerhin die Atombombe gemacht und die amerikanische Regierung hat ihn zu einem ihrer höchsten Berater in Atomfragen ernannt. Durchaus in Kenntnis der hier erörterten Tatsachen. Was übrig bleibt, ist die Frage, ob Dr. Oppenheimer die Sicherheit der Vereinigten Staaten geschädigt hat, indem er sich einem Wasserstoffbombenprogramm gegen sein besseres Wissen und in illoyaler Absicht widersetzt hat. Viele Fachleute haben vor diesem Ausschuss die Ansicht vertreten, dass sein Rat, die Herstellung der Wasserstoffbombe durch ein internationales Abkommen zu verhindern, ein guter Rat gewesen sei. Und es ist offensichtlich, dass Dr. Oppenheimers Sorge, die Russen könnten uns mit ihrer Wasserstoffbombe schnell folgen, eine berechtigte Sorge gewesen ist. Er hat das Gleichgewicht des Schreckens, das uns heute lähmt, ahnungsvoll befürchtet und er dachte, dass es Amerika nicht nützt, sondern schadet. Andere Fachleute wie Teller, Alvarez, waren anderer Ansicht und sie haben ihre Ansicht durchgesetzt. Sie haben Oppenheimers Empfehlungen hier scharf kritisiert. Aber auch die entschiedenen Aktivisten der Super haben nicht bezweifelt, dass er mit seinem Rat den besten Interessen Amerikas dienen wollte. Dr. Teller hat hier beklagt, dass sich Dr. Oppenheimer für die Super nicht genügend begeistert habe und dass seine mangelnde Begeisterung die Super um Jahre verzögert habe. Was würde Dr. Teller sagen, wenn man ihm vorwerfen würde, dass er sich während des Krieges nicht für die Atombombe begeistert hat, dass an seine Stelle Klaus Fuchs kam und dass er, Teller, deshalb schuld sei, dass Atomgeheimnisse verraten worden sind? Er würde das mit Recht für absurd halten. Und ebenso absurd ist der Mythos von der Verzögerung der Super durch Oppenheimers zu geringe Begeisterung. Oppenheimer hat seine beste Ansicht zu einem schlechten Dringlichkeitsprogramm gegeben. Er befand sich in Übereinstimmung mit den besten Fachleuten des Landes. Als das Programm dennoch angeordnet wurde,
Als die Super durch neue Ideen machbar schien, hat er ihre politische Zweckmäßigkeit nicht mehr erörtert und das Programm nach seiner besten Einsicht unterstützt. Ich sehe nicht, wie man sich korrekter und loyaler verhalten kann. Man kann die Weisheit seines Rates bezweifeln. Und wenn man seinen Rat nicht mehr haben will, so geht das ganz in Ordnung. Aber man kann die Loyalität eines Mannes nicht bezweifeln, weil man die Weisheit seiner Ansichten bezweifelt. Und wenn wir hier nach dem Vorschlag von Mr. Robb die Kategorie des Gedankenverrats einführen würden, die es in unseren Gesetzbüchern nicht gibt, so würden wir nicht nur die wissenschaftliche Laufbahn eines großen Amerikaners zerstören, sondern auch die Grundlagen unserer Demokratie. Die Freiheit hat ihren Preis, darin stimme ich mit Mr. Robb überein. Und was dieser Preis ist, das schrieb Dr. Oppenheimer, als er für einen seiner Kollegen eintrat, in einem Zeitungsartikel. Politische Ansichten, wie radikal und wie freimütig sie immer geäußert wurden, beeinträchtigen nicht den Rang eines wissenschaftlichen Lehrers. Seine Integrität und seine Ehre sind davon nicht angetastet. Wir haben in anderen Ländern Beispiele, wie politische Orthodoxie es fertigbrachte, Wissenschaftler zu ruinieren und deren Arbeit zu beendigen. Das führte zu einer Zerstörung der Wissenschaft. Das war ein Teil der Zerstörung der Meinungsfreiheit und der politischen Freiheit. Für ein Volk, das frei bleiben will, ist das kein möglicher Weg. Danke, Mr. Monks. Der Ausschuss vertagt sich. Wir werden Ihnen den Zeitpunkt der Schlusssitzung mitteilen. Ich danke allen Anwesenden für Ihre Unterstützung. Ich danke besonders Dr. Oppenheimer. Besten Dank, Sir. Am 14. Mai 1954, wenige Minuten vor 10, betritt Robert Oppenheimer das Büro 2022 der Atomenergiekommission in Washington zum letzten Mal. Den Spruch des Ausschusses entgegenzunehmen. In Würdigung der Tatsachen ist die Mehrheit dieses Ausschusses, bestehend aus den Mitgliedern Thomas Morgan und Gordon Gray, und abweichend von der Meinung des Mitgliedes Ward Evans, zu der Ansicht gekommen, der Atomenergiekommission in der Sache Robert Oppenheimer die folgende Beurteilung übermitteln zu sollen. Obwohl wir den großen Umfang der früheren kommunistischen Verbindungen Dr. Oppenheimers als eine schwerwiegende Belastung erkennen, obwohl Dr. Oppenheimer die bedauerliche Entscheidung traf, einige dieser Beziehungen bis zum heutigen Tag fortzusetzen, erkennen wir in diesen gegenwärtigen Beziehungen keine Anzeichen von Illoyalität. Gewichtiger als diese unklugen und unüberlegten Verbindungen scheint uns das Verhalten Dr. Oppenheimers im Falle Eltenden Chevalier. Indem er bei einer ernsten Spionagebefürchtung die Sicherheitsbehörden wesentlich belog, um einen Freund zu schützen, dessen kommunistischer Hintergrund ihm bekannt war, stellt er sich konsequent außerhalb der Regeln, die das Verhalten anderer bestimmen. Es ist dabei nicht wichtig, ob es sich tatsächlich um einen Spionageversuch gehandelt hat. Wichtig ist allein, dass er an diese Möglichkeit geglaubt hat. Die fortgesetzte Verfälschung und falsche Darstellung lassen auf beunruhigende charakterliche Defekte schließen. Loyalität gegenüber seinen Freunden ist eine der edelsten Eigenschaften. Über die vernünftigen Verpflichtungen gegenüber seinem Land und dessen Sicherheitssystem hinaus
Seinen Freunden gegenüber loyal zu sein, ist jedoch ohne Zweifel unvereinbar mit den Interessen des Landes. Die Einstellung Dr. Oppenheimers zur Wasserstoffbombe finden wir beunruhigend und undurchsichtig. Wenn Dr. Oppenheimer dem Programm seine enthusiastische Unterstützung gegeben hätte, dann wäre es zu einem früheren Zeitpunkt zu einer organisierten Anstrengung gekommen und wir hätten die Super wesentlich früher gehabt. Das hätte die Sicherheit der Vereinigten Staaten verstärkt. Wir glauben, dass Dr. Oppenheimers negative Einstellung zur Super von seinen starken moralischen und ethischen Skrupeln beeinflusst war. Und dass er durch sein Verhalten andere Wissenschaftler negativ beeinflusst hat. Wenn wir auch nicht bezweifeln, dass er seinen Rat nach seinem besten Wissen und in loyaler Absicht gegeben hat, so zeigt doch seine Bemühung, den Bau der H-Bombe durch internationale Abkommen zu verhindern, sowie die von ihm geforderte Garantie, diese Waffe niemals als erste zu verwenden, einen beklagenswerten Mangel an Vertrauen der Regierung der Vereinigten Staaten gegenüber. Wir finden, dass sein Verhalten genügend starke Zweifel aufkommen lässt, ob seine künftige Beteiligung an einem nationalen Verteidigungsprogramm, sofern er dieselbe Haltung einnehme, mit den besten Interessen der Sicherheit klar vereinbar wäre. Unsere Bedenken zusammenfassend sind wir der Meinung, dass Dr. Oppenheimer keinen Anspruch mehr auf das bedingungslose Vertrauen der Regierung und der Atomenergiekommission hat, dass sich in der Erteilung der Sicherheitsgarantie ausdrücken würde, weil ihm grundsätzliche charakterliche Mängel nachzuweisen sind. Gordon Gray und Thomas Morgan. Zusatz von Gordon Gray. Ich bin der Ansicht, dass es uns möglich gewesen wäre, zu einem anderen Ergebnis zu kommen, wenn es uns erlaubt gewesen wäre, ein gereiftes praktisches Urteil unabhängig von den starren Regeln und Maßstäben, die uns vorgeschrieben sind, zu fällen. Ich bitte jetzt Dr. Evans, seinen Minderheitsbericht zu verlesen. Nach den hier unterbreiteten Tatsachen halte ich Dr. Oppenheimer für vollständig loyal. Ich sehe in ihm kein Sicherheitsrisiko und ich finde keinen Grund, ihm die Sicherheitsgarantie zu verweigern. Meine Gründe? Die früheren kommunistischen Verbindungen Dr. Oppenheimers, sein Verhalten im Falle Chevalier eingeschlossen, lagen vor seinen großen Verdiensten, die er sich um Amerika erworben hat. Dr. Oppenheimer hat diese Verbindungen nie verheimlicht und alle hier vorgebrachten Belastungen waren bekannt, als ihm, zuletzt im Jahre 1947, die Sicherheitsgarantie erteilt wurde. Mich beunruhigt die Tatsache, dass ein wechselndes politisches Klima die Beurteilung der gleichen Tatsachen wechseln lassen soll. Bei den Debatten um die Super hatte Dr. Oppenheimer nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, seine eigene Meinung zu vertreten. Seine Ansichten in dieser schwierigen Frage waren wohl begründet. Sie stimmten mit vielen der besten Fachleute auf diesem Feld überein. Und es ist nicht sicher, ob sein Rat nicht schließlich der bessere Rat war. Es kommt jedoch nicht auf die Güte des Rates, sondern auf seine Ehrlichkeit an, wenn wir die Loyalität eines Menschen untersuchen. Moralische und ethische Bedenken der Entwicklung einer Waffe gegenüber müssen die Interessen Amerikas nicht verletzen. Und es ist vernünftig, die Folgen einer so folgenreichen Entwicklung rechtzeitig zu bedenken. Ward Evans. Es ist danach klar, dass die Mehrheit des Ausschusses der Atomenergiekommission empfiehlt, die Sicherheitsgarantie an Dr. Oppenheimer nicht zu erteilen.
Dagegen kann Einspruch bei der Atomenergiekommission erhoben werden. Ich gebe Dr. Oppenheimer die Gelegenheit zu einem Schlusswort, das er erbeten hat. Als ich vor mehr als einem Monat zum ersten Mal hierher kam, war ich willens, mich zu verteidigen. Denn ich fand keine Schuld an mir und ich sah mich als Opfer einer bestimmten politischen Konstellation, die ich beklagenswert fand. Zu dem widerwärtigen Unternehmen gezwungen, mein Leben zu rekapitulieren, meine Motive zu handeln, meine Konflikte und auch die Konflikte, die sich nicht eingestellt hatten, begann sich meine Haltung zu wandeln. Ich bemühte mich, vollkommen offen zu sein. Und das ist eine Technik, die man erlernen muss, wenn man viele Jahre seines Lebens zu anderen Menschen nicht offen war. Indem ich über mich, einen Physiker in unserer Zeit, nachdachte, begann ich mich zu fragen, ob nicht tatsächlich so etwas stattgefunden hat wie Gedankenverrat, eine Kategorie, die Mr. Robb hier einzuführen empfahl. Wenn ich denke, dass es uns eine geläufige Tatsache geworden ist, dass auch die Grundlagenforschung in der Kernphysik heute die höchste Geheimstufe hat, dass unsere Laboratorien von den militärischen Instanzen bezahlt und wie Kriegsobjekte bewacht werden. Und wenn ich denke, was im gleichen Fall aus Galileis Ideen oder den Entdeckungen Newtons geworden wäre, dann frage ich mich, ob wir den Geist der Wissenschaft nicht wirklich verraten haben, als wir unsere Forschungsarbeiten dem Militärs überließen, ohne an die Folgen zu denken. So finden wir uns in einer Welt, in der die Menschen die Entdeckungen der Gelehrten mit Schrecken studieren und neue Entdeckungen rufen neue Todesängste bei ihnen hervor. Dabei scheint die Hoffnung gering, dass die Menschen bald lernen könnten, auf diesem klein gewordenen Stern miteinander zu leben. Und gering ist die Hoffnung, dass sich ihr Leben eines nicht fernen Tages in seinem materiellen Aspekt auf die neuen menschenfreundlichen Entdeckungen gründen werde. Es scheint ein weitlich utopischer Gedanke, dass die überall gleich leicht und gleich billig herstellbare Kernenergie andere Gleichheiten in politischer und wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht nach sich ziehen werde und dass die künstlichen Gehirne, die wir für die großen Vernichtungswaffen entwickelten, künftig unsere Fabriken in Gang halten könnten, der menschlichen Arbeit ihren schöpferischen Rang zurückgebend. Das würde unserem Leben die materiellen Freiheiten schenken, die eine der Voraussetzungen des Glückes sind. Aber man muss sagen, dass diese Hoffnungen durch unsere Wirklichkeit nicht zu belegen sind. Doch sind sie die Alternative zu der Vernichtung dieser Erde, die wir fürchten und die wir uns nicht vorstellen können. An diesem Kreuzweg stehend empfinden wir Physiker, dass wir niemals so viel Bedeutung hatten und dass wir niemals so ohnmächtig waren. Mein eigenes Leben erforschend fand ich, dass die Handlungen, die mich nach der Ansicht des Ausschusses belasten, der Idee der Wissenschaft näher gestanden sind als die Verdienste, die man mir anrechnet. Ganz anders als dieser Ausschuss frage ich mich infolgedessen, ob wir Physiker unseren Regierungen nicht zuweilen eine zu große, eine zu ungeprüfte Loyalität gegeben haben, gegen unsere bessere Einsicht, in meinem Fall zum Beispiel in der Frage der Wasserstoffbombe. Wir haben die besten Jahre unseres Lebens damit verbracht, immer perfektere Zerstörungsmittel zu finden. Wir haben die Arbeit der Militärs getan. Und ich habe in den Eingeweiden das Gefühl, dass dies falsch war. Obzwar ich die Entscheidung der Mehrheit dieses Ausschusses anfechten werde, will ich fernerhin an Kriegsprojekten nicht arbeiten, wie immer die angestrebte Revision ausfallen mag. Wir haben die Arbeit des Teufels getan und wir kehren nun zu unseren wirklichen Aufgaben zurück. Vor ein paar Tagen hat mir Rabbi erzählt, dass er sich wieder ausschließlich der Forschung widmen wolle. Wir können nichts Besseres tun, als die Welt an diesen wenigen Stellen offen zu halten, die offen zu halten sind. In der Sache J. Robert Oppenheimer,
ein Hörspiel von Heiner Kippert. Die Personen und ihre Sprecher waren Gordon Gray, Dieter Borsche, Evans, Wolfgang Kühne, Morgan, Rudolf Fernau, Oppenheimer, Hans Nielsen, Rob, Ernst Schröder, Rolander, Günther Tabor, Garrison, Robert Michal, Marx, Kurt Erhardt, Pasch, Paul Dahlke, Lansdale, Richard Laufen, Stimme McCarthys, Werner Stock, Johnson, Hermann Ebeling, Bethe, Paul Esser, Rabbi, Hans Hessling, Teller, Hans-Christian Blech, Griggs, Kurt Büchler, Sprecher, Hans Litzau, Regie, Fritz Schröder-Jahn. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 1963.